Dann schauen wir doch mal, ob da wirklich jetzt die Leichen noch liegen. Das kann ja auch lohnen. Wir wollen nicht immer wieder eine Reise anfangen, Talana. Also, gucken wir mal, ob die Leichen noch da sind. Nein, es sind keine Leichen da. Das ist gut. Also, als wir das erste Mal den ersten Akt hier gespielt hatten, waren hier nämlich überall Leichen. Und dann geht man da rein. Und da steht dann eine Wache. Und die tut so, als wenn... Oh, oh. Nichts passiert wäre. Okay, draußen sind keine Leichen mehr. Hier ist immer noch alles blutverschmiert. Der Statthalter kann euch nicht empfangen, wenn ihr keinen Termin habt. Jetzt verlasst das Gebäude. Das... Na gut, also. Das hätten wir. Wir wollten jetzt zum Leuchtturm und damit anfangen. Wir haben zwar ein, zwei kaputte Sachen, aber das sind nur die Helme. Und die Helme haben eh nur einen Rüstungsschutz. Hatten wir noch irgendwas Tolles, was wir identifizieren wollten? Heilige Sandalen, die leveln. Aber nee, nur wegen den Sandalen laufe ich jetzt nicht zurück zur Stadt. Wenn wir jetzt auch noch Essen brauchten oder Heiltränke oder sowas, dann vielleicht, aber so. Moment mal. Waren wir da schon drin? Mal gucken. Das könnte die Trollhöhle sein. Aber ich glaube, da waren wir schon drin. Ich hätte vorher auf der Minimap gucken müssen, ob wir da schon eingezeichnet hatten, aber dann war es zu spät. Oh. Nee, waren wir noch nicht. Okay. Hallo, Zyklop. Was hast du denn für Fähigkeiten? Ich kann deine Fähigkeiten nicht sehen. Da. Erlittener Schaden Licht wird von der Schadensminderung um 25% gesteigert. Was? Erlittener Schaden wird von der Minderung gesteigert. Das verstehe ich nicht. Ich habe noch nicht genug Kaffee-Intus. Groß. Ja, okay. Kann nicht weggestoßen werden. Also du... Hau. Du spotte. Du guckst mal in dein Zauberbuch, was du so Tolles hast. Gefrorener Boden wird nichts bringen. Regeneration bringt jetzt auch noch nichts. Himmlische Rüstung. Wer macht die himmlische Rüstung? So, und du machst einen Debuff auf den. Also das da. Das da. Bonk, abgewehrt. Sehr gut. So. Hauen. Spotten. Du brauchst diesmal nicht die Rüstung zaubern, sondern deine Eisstacheln. Wie viele Lebenspunkte hast du eigentlich noch? Hm, ganz gut. Aber sehr machbar. Hauen. Hauen. Eis. Feuer. Hauen. Hauen. Und kaputt. Das ging schnell. So, was hast du ein schönes gegeben? 15 Gold, 40 Erfahrungspunkte für jeden. Außer für Terik, weil er in den Todesschlag gelandet hat. Okay. Kiste. Armbrust und Ring. Magisch, aber kein Artefakt. Und was bist du? Oh. Eine neue Truhe. Das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Weil wenn überall die gleichen Holztruhen rumstehen, ist es ein wenig albern. Aber das ist gut. Das war's. Keine weiteren Truhen? Okay, raus hier. Wir hätten noch hier drin schlafen können. Auch wenn es wahrscheinlich zu sehr nach Zyklop stinkt, aber es ist wenigstens warm und windstill. Hier draußen an der Küste schläft sich bestimmt nicht ganz so toll. Ruckel, ruckel. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Was ist normal bei Alphas oder bei Early Access Versionen, dass es nicht ganz so stabil läuft wie später. Aber schon ein wenig mit den Ladezeiten. Aber kann ich wenigstens die kleinen Fisseldinger hier umrunden? Swing, swing. Oder ich schneide das Ganze einfach raus. Haha. So, Leuchtturm. Oh, wir können kurz zum Boden gehen. Dann sparen wir uns das Essen fürs Schlafen. Klick. Gruppe ist wieder hergestellt. Die können wir noch nicht benutzen. Die sind wahrscheinlich irgendwann für später.
hier. Something's coming our way. Be ready. Ich sehe hier aber nichts, Kirogan. Oh, ein Buch. Das habe ich übersehen. Hier. Leertaste. Michael und seine Glorien. Ach so, das wird der Erzengel Michael sein. Hm? Was ist das, eine Kiste? Hinten ist wieder ein Wolf. Ich will mal gucken, ob ich in die Kiste rankomme. Also wird bestimmt nur ein Deko-Element sein, aber wenn nicht, ja, wäre schick. So, dich haben wir schon geplündert. Ja. Hallo, Wolf. Ich sollte nicht seitlich auf die zugehen, ne? Aber gut, wir haben ein, zwei Gegner. Und es scheint echt nur ein Deko-Element zu sein. Also hier auf dem eigentlichen Feld steht keine Kiste. Hauen. Hauen, Eis, Feuer, weg mit dir. Bevor du anfängst, dich zu drehen. Oh, rechts von uns ist auch noch was. Ah, du, okay. Hauen, hauen, Eis, Feuer. Aber der Wolf ist eigentlich nicht da, der ist hier vor uns. Jedenfalls laut neben mir war das. Hauen, hauen, Eis, Feuer. Weg mit dir. Ja, ne, ist nur Deko. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Nee. Ah, hinten ist was. Ist das gerade alles Neues aufgeploppt hier auf der Karte? Ich glaube schon. Das habe ich vorher nicht gesehen, dass es hier weitergeht. Ja, das war ein Wolf. Oh, und noch ein Wiederherstellungsbrunnen. Ich glaube, den markiere ich mal. M, da. Brunnen. Der andere ist hier irgendwo, aber das markiere ich erst, wenn ich weiß, wo es ist. Ist das hier der Diebeswald? Das kann gut angehen. Hauen, hauen, Eis, Feuer und nicht tot. Jetzt aber. Stufenanstieg, sehr gut. Du kannst Feuer nicht mehr steigern. Mehr Mana. Ja, mehr Mana macht am meisten Sinn, ne? Weil sie benutzt eigentlich nur Feuerzauber, also muss die Dunkelmagie, Primärenergie nicht so wirklich steigern. Jedenfalls, oder? Eure Angriffe für Primärzauber steigern sich um 5% pro Fähigkeitsstufe, ja. Also solange wir keine ordentlichen Zauber in den Schulen haben, müssen wir es auch nicht steigern. Wir könnten magischen Foki steigern, dadurch haben wir 0,8% Crit-Chance pro Punkt. Das wären also bei 3 Punkten 2,4% Crit-Chance. Was gar nicht so schlecht ist. Aber nö, erstmal würde ich Mystik steigern, wenn mir nichts anderes einfällt. 5 Lebenspunkte. 80. Das wären 15 Lebenspunkte mehr. Das sind fast 20% mehr Lebenspunkte. Wie viel hast du so? Du hast 78. Hm. Und man kann es nur auf Experte bringen bei ihr. Aber ich glaube, ich mache das mal. Ein Punkt Ausdauer. 2 Punkte Mystik. Bestätigen. So, Vitalität. Geist, Magie, Magie. Bestätigen. Und Tirik hat noch Aufstieg. So, Axt kann er auf Dingens bringen. Wir hatten für dich ein tolles, tolles Schild. Das du leider immer noch nicht benutzen kannst, weil du brauchst Expertenrang. Schade. Bestätigen. Vitalität, Wahrnehmung. Na komm, zwei Vitalität, Macht. Also ich ändere jetzt ein wenig unser Steigerungsverhalten. Vorher hatten wir immer zwei Macht, eine Wahrnehmung, eine Vitalität für beide Jungs. Aber langsam gehe ich doch mit ihm jetzt eher in Richtung Tank. Weil ich denke, das wird sich langfristig auszahlen. Dass er dann später eigentlich wirklich nur noch am Spotten ist. Er macht Schaden, die machen Schaden, dann ist alles gut. Bestätigen. So, das kann weg. Der Dolch kann weg. Wir haben rausgefunden, dass er ihren Fokus benutzen kann. Das kann weg. Tränke kommen dahin. Was machst du eigentlich?
Steigert den Widerstand gegen alle Magieschulen nach dem Verzehr dauerhaft um 1. Oh. Wer bekommt das? Tirik, oder? Tirik ist unser Tank. Der muss am meisten aushalten. Ja, Tirik, trink mal. Sehr gut. Trink ihn auch noch. Sehr gut. 0-0-0-0-1. Ja, sehr schön. Ich mag so eine permanenten Buffs. Was ist das denn da? Lesen. Du Bravlos. Ah, okay, ist nur ein bisschen Hintergrundgeschichte. Wo kommst du her? Ist eine nicht betretbare Brücke. Es kommt wahrscheinlich später. Und da kommen wir nicht rüber. Können wir irgendwo im Wasser lang? Nein, ist keine Verbindung hier eingezeichnet. Ah. Das reizt mich jetzt ja doch schon rauszufinden, wie man da rüberkommt. Einen Wasserwandelspruch gab es nicht, ne? Also jedenfalls noch nicht. Das wäre richtig schön. Weil das gab es ja auch bei World of Xen. Also Mighty Magic 4 und 5. Was ja auch so kästchenartige Bewegung war wie hier. Dass wenn man den Zauber bekommen hatte, dass man gleich an viel interessantere Orte gelangen konnte. Oder wechsle ich das gerade mit Wizardry? Das weiß ich nicht. Na gut, gucken wir in die Leuchtturm. Klick. Weil das wäre ganz schön gemein, wenn sie... Ja, wir wollen den Leuchtturm treten. Das wäre ganz schön gemein, wenn sie jetzt das einfügen. Also die Banshee und die Kiste und die Brücke. Und man kann einfach nicht rübergehen. Aber vielleicht müssen wir erstmal irgendeine Queste dafür holen. Und dann kommen wir dahin. Oder es gibt hintenrum einen Weg zu der Banshee. Also hinter den Maditen irgendwo. Oder sogar in Akt 2. Das müssen wir dann gucken. Erstmal Leuchtturm. Stufe 1. Es gab 3 oder so Stufen. Und es gibt hier viele Nagas. Oh. Oh. Also Alana freut sich schon mal hier zu sein. Auch wenn ich nicht glaube, dass das Ding hier seit 500 Jahren unberührt ist. Da hast du dich ein bisschen vertan, Alana. Hier sind nämlich ganz viele Viecher drin. Obwohl es falsch ist, Viecher zu sagen. Wir werden ja später in Sea Haven ebenfalls auf Naga treffen. Die dann aber nicht ganz so bösartig sind wie die Jungs hier. Wow, okay. Auch wenn die abgeschwächt wurden. Die hatten vorher bei einem Ziel und einem umliegenden Ziel Schaden gemacht, was ganz schön garstig war. Kiste. Ganz viele Sachen zu verkaufen. Ich mag Sachen zu verkaufen. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir schon bald genug Gold, um diesen Super-Duper-Trank zu kaufen. Der plus 1 auf alles macht für 6000 Gold oder so. Schlafen? Schlafen. I feel stronger. Oh, was war hier noch? Ah, ein Fass. Pulsierende rote Flüssigkeit, das müsste Macht sein. Also, Kirogon. Nein, Widerstand gegen Erdmagie. Pulsierende rote? Es wird langsam unübersichtlich. Ich hätte schwören können, rote Flüssigkeit war Schutz gegen Feuer und pulsierende rote Flüssigkeit war Stärke. Also irgendwas mit einem Präfix bei Rot. Komm her. Damit wir dich totschießen können. Na komm. Zing, zing, weg. Sehr gut. Definitiv schwächer geworden. So, das war zu, richtig? Geistertor zum Lichtzimmer. Hallo, Hexe. Genau du, Korallenpriesterin.
Schießen. Eissplitter werden bei Nagas nicht so viel helfen. Feuer dafür wahrscheinlich umso mehr. Schießen. Feuer. Stufenanstieg bei den nächsten beiden. So, du. Könntest Wassermagie steigern, könntest Lichtmagie steigern.